Ein herzliches Willkommen zurück bei Oxygen Not Included. In einer neuen Folge, immer noch dieselbe Aufnahme. Ja. Wir versuchen jetzt gerade hier ein bisschen Algen zu kriegen, dass man hier unten ein bisschen Sauerstoff reinbringt und hier unten vielleicht ein bisschen kalte Luft. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie eine Klimaanlage hingezimmert. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie wir das vorstellen. Es steht ja auch nicht da, was für ein Gas die haben wollen. Ja, eigentlich brauchst du ja ein flüssiges Gas, das verdampfst du dann und dann nimmt das Wärme auf. Aber ja gut, dann müssen wir gucken, ob das hier funktioniert. Weil hier ist es eindeutig zu warm, die Pflanzen wachsen nicht. So, müssen wir gucken, ob das jetzt funktioniert. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Also von daher... Ungekühlte Nahrung, das heißt, irgendwo geht der Strom schon wieder nicht. Naja, aber alles so im weißen Bereich im Moment. Die sind auch voll. Der läuft jetzt gerade. Ja. So, mal gucken hier. Haben wir, was haben wir denn eigentlich an Gas alles da? Gas. Lüftungsoverlay. Ne, Material-Overlay, Gas-Overlay, Lüftung ist das nicht, okay. Gase. So, was haben jetzt die Farben zu sagen? Chlorgas. Wir haben doch eigentlich schon Chlorgas. Das filtern wir doch hier raus, ne? Dem Chlorgas könnten wir doch mal probieren, unsere Base zu desinfizieren. Warte mal, wo haben wir die meiste Keim? Deswegen haben wir hier keine Keim, also kaum eine Keimbelastung. Aber hier trotzdem, trotz Chlorgas. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Keime wegbringe. Also, wo Sauerstoff ist, da ist, glaube ich. Was haben wir denn hier? Sauerstoff? Das Grün ist Chlorgas, das verbreitet sich ja schön. Und hier haben wir die wenigsten Keime. Oder? Kann das sein, dass die an der Luft nicht überleben? Weil wir haben ja hier überall genug Sauerstoff. Hier ist ja Sauerstoff. Hier haben wir atembare Luft. Hier unten haben wir ein bisschen Sauerstoff, aber hier ist ja nichts drin hier. Na doch ein bisschen. Was haben wir hier? Weiß ich jetzt auch nicht, wo das Chlorgas da, wie ich jetzt da die Keime wegbringe. Man weiß es nicht. So, baut ihr jetzt da oben? Ne, kennen sie nicht, weil ich denen das nicht gesagt habe. Dass sie das da abbauen sollen. So. Dass wir da den Schleim mal kriegen. Ah, hier hinten gibt es noch irgendwas. Aus was können wir noch Sauerstoff erzeugen? Was haben wir denn hier? Ne, Rost haben wir keinen. Elektrolyse. Wandelt Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff um. Das mal probieren. Die müssen wir dann aber irgendwo... Warum kommt denn hier schon wieder Wasser runtergelaufen? Konnte sich schon wieder einer nicht beherrschen. Aha. Wischt mal die Brühe auf, ey.
kommt von hier oben, ne? Möglich. Wisch das einfach mal weg hier. Das läuft nach unten durch. Ja gut, das ist egal. Da kann es hinlaufen. Da kann es hinlaufen. Das ist mir wurscht. Wie sieht denn eigentlich? Das Frischwasser ist noch nicht wirklich kontaminiert. Okay. So. Strom. Naja. Wir müssen hier irgendwie noch einen Strom hinbauen. Das heißt, also können wir die Leitung hier irgendwo aufsplitten. Das ist die da. Wenn wir jetzt da noch einen hinbauen, können wir die Leitung hier rüberziehen. Das ist der hier. Genau, und dann hier kappen. Und neu verbinden. Das probieren wir einfach mal. Warte mal, da müssen wir da eine Tür reinmachen. So. Geht wieder nicht. Genau, das Wasser, das ist ja egal. Das kann ja eh, das soll ja eh runterlaufen. Und da saugt man es dann weg. Das passt schon, denke ich. Wo wir die zerlegen. So. Dann gehen wir hier ein bisschen rein. Dann gehen wir hier ein bisschen rein. Und reißen hier das Zeug raus. So, dann. Geh noch einen Erdgasgenerator hin. Da die Batterie. Da erstmal die Batterie hin. Wo haben wir sie? Können wir nicht. Warum nicht? Was fehlt? Eisen. Wir haben doch hier. Guck mal, hier ist da einer. Na, so. Eisen aktivieren. Und jetzt geht uns leider Strom aus. Wetten? So richtig. Das geht aber. Wartet auf Material. Okay. Den können wir mal wieder aufmachen hier. Kriegen wir da auch wieder ein bisschen Wasser rein. Kupfer, Sand, ja, das ist alles, was wir nicht so wirklich brauchen, denke ich. Strom, Erdgas. Achso, erst wollte man die Batterie mal bauen, ne? Batterie. Können wir noch nicht. Zuerst am Produzieren. Naja. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Naja. Ist hier gar nicht mal so verkehrt. Das Ding ist noch nicht an. Okay. Genau. Gut, die Klimaanlage haben sie auch noch nicht fertig. Also von daher sollte das noch nicht das Problem sein. So, hat er jetzt hier mal Zeug produziert? Ausgangsrohr voll. Okay. Ausgang. Hä? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Wurm drin. So, da geht's raus. Darüber. Ach so.
müssen. Alles klar. So, erstmal das weg. Das heißt, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, das zerlegen. Dann bauen wir mal hier mal Flüssigkeitstanks auf, wenn die das mal zerlegt haben. Hat nicht funktioniert. So. Das weg. Könnte man hier mal eine Wand reinzimmern. Nee, das wird nichts. Abbruch. Können wir hier mal zerlegen. So, dann machen wir hier oben. So, nee, das Schmutzwasser können wir ja hier reinlaufen lassen. Jetzt muss man den hier komplett ausschalten und das hier unten. Naja. Wir können das Schmutzwasser erstmal hier reinlaufen lassen. Das wird natürlich jetzt wieder. So, falsch. Das. Das ist Schmutzwasser, genau. Hier haben wir Schmutzwasser. Und müssen das Schmutzwasser hier irgendwo reinkriegen. Das heißt, da, den da lang. Ein Rohr hin. Genau. Und jetzt schreien sie bestimmt gleich wieder, sie kommen nicht ran. So, und dann den Auslauf hin. Hier kommen sie hin, wie es aussieht. Hier kommen sie dann wahrscheinlich auch hin. Dann pumpt man das Schmutzwasser da drüben rein. Dann sollten die beiden Dinger wieder funktionieren. Und der pumpt ja eigentlich auch Schmutzwasser irgendwo hin, wo er gerade nicht hinpumpt. Ja, ja, es ist schon mal auf alle Fälle eine erreichbare Baustelle. Das ist schon mal viel wert. Naja, naja. Das wird noch ein Weilchen dauern. Oh, Essen haben wir mal wieder ein bisschen. Gut. So, jetzt gucken wir mal, was er hier anzubieten hat. Was hast denn du anzubieten? 12.000 Kalorien. 1200. Ja, die nehmen wir erstmal. Die nehmen wir erstmal. So, das ist fertig. Das ist fertig. Genau. Warum pumpt der jetzt nichts? Aha. Gut zu wissen. Da hat wohl ein. Aha. Gut, das heißt, wir kommen. Von wo kommt denn der jetzt? Der kommt aber von da. Die sind voll. Ah, ja. Wenn da natürlich einer fehlt. Warum hast du jetzt seine Sauerei gemacht? Vor allem wo?
hier. Steht vor der Toilette und macht eine Sauerei. Ich glaub's gleich. Oh, da ist noch mehr. Könnt ihr nicht mal da alles wegwischen? Ja. Wischt da mal alles auf. So, leeres Rohr. Genau, wir müssen jetzt gucken, weil ich weiß überhaupt nicht, was der kriegt. Und der produziert. Sehr schön. Gas haben wir noch. Pass auf. Das brauchen wir. Können wir die Batterie jetzt bauen? Intelligente Batterie. Dahin. Achso, wir müssten hier auch noch. Zack, zack. Wir brauchen ja dann hier auch noch Platz. Dann machen wir da auch eine Isolierung rein. So. Es ist egal, das Wasser kann dann da laufen, wie es lustig ist. Erdgas, Erdgasgenerator. Wie haben wir das gemacht? Wir haben den da hingestellt. So. Dann brauchen wir ein Röhrchen. Nö, das ist was Falscher. Eine Gasleitung. So. Noch eine Gasleitung. Gasleitung, da. So. So. Dann braucht man den da. Darüber. Da hoch. Oh, ist immer die falsche. Immer den falschen Request. So. Dahin? Warum nicht? Muss an einem freien Platz gebaut werden. Ja, nee, ist klar. Abbrechen, so, so, dann hier noch ein immer Isolierung hin, genau, dann können wir den glaube ich dahin bauen, ne? Wo ist er denn da? Diesmal richtig drücken, sehr schön. So. Den da auch bitte danke weg. Dann brauchen wir ein Stück Kabel. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen einen großer Transformator. Können wir den auch bauen? Probieren das mal. So. Stromkabel. So. Den bauen wir hier, würde ich sagen. Zwei große Batterien hin. Verbinden die schön mit dem Kabel. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir hingehen.
Oh, schon wieder die Folge rum. Na sowas. Dann beenden wir die Folge an der Stelle und machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bye bye.